Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man bei einem CLS W219, Baujahr 2009, den Service zurücksetzt. Und los geht's. So, um den Service zurückzusetzen, müssen wir einmal die Zündung auf Stufe 1 stellen. Natürlich müsst ihr Motorhaube, Türen, Kofferraum, alles schließen. So, gehen dann über diese Tasten auf den Tachometer, der gerade war, wo 0 km/h steht. So, drücken dann dreimal die Taste für die Tachobeleuchtung. Dann hört ihr auch schon einen Ton und es kommt eine Spannung. Gehen dann über die Vor- und Zurückblättertasten, also die Pfeile hier oben und unten, auf Service-Menü. Gehen dann über die Lautsprecherregelung einmal nach unten zum Bestätigen. So, wenn wir beim Bestätigen sind, müssen wir hier auf die rechte Taste drücken. So, dann sind wir auch schon im Bestätigen drin. Gehen dann über die Lautsprecher wieder, beziehungsweise gehen zum Gesamtservice. Bestätigen das Ganze wieder mit der Taste hier. Service bestätigt. Steht dann da. So, drücken dann auf die andere Taste, um zurückzugehen. So, gehen dann vom Bestätigen über die Lautsprecherregelung nach oben zu Sonderarbeiten. Bestätigen das wieder hier mit der einen Taste. So, gehen dann auf Service 3. Sind wir automatisch schon drauf. Wenn nicht, dann müsst ihr das hier mit dem Lautsprecher wieder hoch runter regeln. Bestätigen das Ganze mit wieder dieser einen Taste. Drücken dann nochmal auf Bestätigen und Position bestätigt. So, drücken dann auf die Taste, um wieder zurückzukommen. Drücken das so lange, bis wir wieder beim Tachometer sind und drehen die Zündung wieder auf 0. So, und so setzen wir hier den Service zurück. Ich hoffe, das Kurzvideo hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.